Wir sind in dem Mikroverteilbetrieb Neuendorf. Das liegt sehr zentral in der Schweiz. Uns zeichnet aus, dass wir eigentlich die gesamte Non-Food-Logistik für die Mikrowertschöpfungskette machen. Das heisst, wir kommissionieren alles, was nicht Food ist, über Spielwaren, über Elektronikartikel, über Gartenartikel, über Superverbraucherartikel, zum Beispiel WC-Papier, Waschmittel und solche Sachen. Das ist unsere Kernaufgabe hier in Neuendorf. Der Aygo Neo ist von den Anbietern, die wir auf dem Markt getestet haben, das Fahrzeug, das am weitesten entwickelt ist. Stilfahrzeuge hat uns in Hamburg aufgezeigt, dass es sehr viele Möglichkeiten bietet, die unser tägliches Geschäft abbildet. Zum Beispiel eine Zickzack-Kommissionierung, dass das Fahrzeug vor dem Mitarbeiter herfährt und der Mitarbeiter hinten, also am Ende kommissionieren kann und die Schichtung auf der Palette vornimmt. Zudem kann das Fahrzeug auch so eingestellt werden, dass ich eine MKK-Kommissionierung mache und der kann einstellen, hält das Fahrzeug in der Mitte, um die Kommissionierung machen oder beim ersten Kunden oder beim zweiten Kunden. Ein weiterer Aspekt von Aygo Neo ist die Produktivitätssteigerung, die jetzt schon spürbar ist. Aktuell wird ein neues Future eingespielt. Dies wird auch zukünftig gemacht, also das Fahrzeug entwickelt sich weiter im Laufe der Jahre. Also für unsere Bedürfnisse genau zugeschnitten. Darum sind wir uns sicher, dass wir mit diesem Fahrzeug für die Zukunft bestens gerüstet sind. Also das Gerät ist sehr bedienerfreundlich. Ich kann nur positiv reden und ich glaube, das ist etwas, was man nur empfehlen kann. Es ist körperlich weniger anstrengend. Je nach 20 Jahren Migro muss sagen, es hilft und es tut erleichtert die Arbeit. Es vereinfacht mich, dass ich nicht die ganze Zeit vom Fahrzeug hinauf und absteigen muss. Das erspart mir sehr viel Kraft. Wir sind so vorgegangen, dass wir mindestens, ich glaube, es waren 6 verschiedene Anbieter, haben wir hier gehabt, haben wir angefragt für neue Fahrzeuge. Wir sind auf den Markt gegangen, haben geschaut, Was gibt es heute für Technologien? Einer davon war natürlich Still. Jeder Anbieter hatte die Chance, ein Fahrzeug zu bringen. Wir sind es dann im Live-Betrieb gefahren und haben es ausgewertet, wie gut sind die Fahrzeuge. Und Still hatte die Nase vorne. Mein Eindruck war, Still ist 3 Jahre vor der Zeit. So wie wir Still jetzt erlebt haben, dass sie mit uns diesen Weg gegangen sind und wir mit ihnen diesen Weg gehen konnten, hat sich daraus eine gute Zusammenarbeit entwickelt, die wir sicher ausbauen werden und auch weiterempfehlen können.